Will man nach Jerusalem, muss man nicht unbedingt nach Palästina reisen. Eine Fahrt in den Nordosten Sloweniens genügt auch. Leider war die ganze Tour vom österreichischen Bad Radkersburg ins slowenische Jerusalem und wieder zurück total verregnet und neblig. Über schmale Landstraßen ging es von Jutoma durch die hügelige Landschaft der nordöstlichen slowenischen Weinberge in Richtung Jerusalem. Der kleine, nur ein knappes halbes Hundert Einwohner zählende Ort wurde im 13. Jahrhundert von aus Palästina heimkehrenden Kreuzfahrern des Deutschen Ritterordens gegründet. Das Zentrum bilden unter anderem die Kirche, ein Gasthaus und die Vinothek mit der Touristeninformation. Die barocke Scherkev Zalostne Matere Bosje, auf Deutsch Kirche unserer lieben Frau der Schmerzen, wurde von 1652 bis 1717 erbaut. Das Wappenkreuz des Deutschen Ritterordens an der Decke kündet von den Gründern des Orts. Neben diesem großen barocken Nebenaltar gibt es weitere kleine Altäre, die geschnitzte Kanzel und den Hauptaltar mit dem Altarbild der Gottesmutter mit dem Jesuskind. Es soll sich um die Kopie eines Bildes handeln, das die Kreuzritter aus Palästina mitgebracht haben sollen. Mit einem Blick über die Weinberge in Nebel und Regen endete mein Besuch in Jerusalem.